Den Text für heute, unsere fortlaufende Bibellese, nehmen wir aus der Offenbarung. Ich glaube, das überrascht keinen heute Morgen. Wir sind im Kapitel 14, Vers 14 bis 20. Überschrieben wurde das mit Ernte- und Weinlese. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu, setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Andere Übersetzung ist Dürre geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu, setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten. Und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Soweit der Text. Ja, ihr habt ein bisschen gemerkt, meine Betonungen. Die Erde wurde ein bisschen akzentuiert von mir. Das heißt, diese Ernte ist, damit wir uns gleich beruhigen, nicht die Ernte aus Johannes 15 an dem Volk Gottes. Ja, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibet an mir und so weiter und so weiter. Das ist das, was ich daraus gelesen habe. Ich bin kein Theologe und ich habe diesen Text eigentlich mal oberflächlich gesagt 28 Jahre lang gemieden. Die ganze Offenbarung. Wonach frage ich bei dem Text aus Offenbarung 14, 14? Ich kann zum Beispiel nach der weißen Wolke fragen. Die kam da drin vor, ganz am Anfang. Auf der Wolke saß einer, auf der weißen Wolke, der gleich war einem Menschensohn. Das Einzige, was ich gefunden habe zur weißen Wolke, war Albrecht Bengel, der meinte, damit ist Gnade gemeint. Aber ich habe leider für mich keinen Schriftbeweis dazu gefunden. Meine Frau hat mir gesagt, sie würde an die Taube erinnert. Meine Frau ist Theologin. Sie wurde an die Taube erinnert. Und die Farbe Weiß würde sie an Reinheit erinnern. Ich habe schriftlich nichts gefunden. Ich kann bei diesem Text fragen nach dem Menschensohn. Wer ist das? Und spontan in meiner jungen Art hätte ich natürlich sofort gesagt, Jesus. Weil Menschensohn sehr oft irgendwie auch mit Jesus in Verbindung steht. Aber dazu passt nicht für mich, wie der Engel mit dem Menschensohn umgeht. Weil der Engel sagt dem Menschensohn in 15, und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu, setz deine Sichel an und ernte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Engel eigentlich Jesus was zu sagen haben, dass der das tun soll. Und insofern, was frage ich bei dem Text? Ich frage, komische Situation, ein Engel sagt Jesus, dass er jetzt ernten soll. Also ist die Frage offen für mich, wer ist dieser Menschensohn? Dann kann ich fragen nach dem goldenen Siegeskranz der scharfen und nach der scharfen Sichel. Schöne Bilder. Goldener Siegeskranz, scharfe Sichel.
Wenn der Menschensohn jetzt nicht Jesus ist und dieser goldene Kranz von einer Gestalt getragen wird, die einem Menschen gleicht, und dann kann das heißen, dass diese Person ein Amt hat von Gott. Ein Amt, die was mit einem Siegeskranz, einer Krone zu tun hat. Ein Herrscheramt. Ja, wenn dieser Menschensohn jetzt hier nicht Jesus ist, dann ist das Zeichen der goldenen Krone und der scharfen Sichel das ein mächtiges Amt, das diese Person hat. Ich weiß es nicht. Und dann kommen wir zu den Sachen, die ich eben ein bisschen betont habe. Was frage ich, wenn ich zum Beispiel nach dem frage, was wird geerntet? Im Text steht Ernte der Erde. Hier steht übrigens nicht, nicht Welt. Hier steht Ernte. Das hat mich auch verblüfft. Ja, dass die ganze Welt aufgeräumt wird und so. Nee, Erde. Erstmal nur Erde, steht da. Und ganz betont immer wieder. Gott hat so sehr, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Aber jetzt geht es um die Erde. Jetzt geht es hier ums irdische Aufräumen. Ist mir nur so aufgefallen. Dann ist euch vielleicht auch aufgefallen, der Kelter des Grimmes Zornes, oder ja, der Kelter des Grimmes Gottes, der Zorn Gottes. Da sage ich gleich einen Satz zu. Und dann ist euch aufgefallen, und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten. Das hat mich auch erinnert daran, Jesus wurde außerhalb, da kam ich drauf, außerhalb der Stadt gekreuzigt. Ah, muss also etwas sein, was in der, was man nicht so gerne haben möchte, was man nicht beachten möchte. Derjenige, der das außerhalb zur Stadt bringt, der möchte das nicht länger beachten. Das ist absolut nicht mehr, hat keinen Wert. Das ist so furchtbar, was ihm da in seinen Kelter gekommen ist, das will er überhaupt nicht mehr beachten. Hört sich schon hart an. Was ist in seinen Kelter eigentlich gekommen? Interessant vielleicht nur am Rande oder noch auch zu mitnehmen, dass in dem Text steht, da wird ein Tempel im Himmel wird erwähnt. Wow. Wenn ich zum Beispiel ein jüdischer Leser wäre, dann würde ich denken, Mann, der Tempel, den gibt es schon ganz lange nicht mehr auf der Erde. Der wurde schon ganz lange zerstört. Die Römer haben die später nochmal nachgebaut, aber da wurde nachher nur noch Götzenzeug mitgetrieben. Aber es gibt keinen Tempel eigentlich mehr. Und jetzt lese ich das sozusagen als Israelit, als Jude, als und krieg vielleicht so einen Hoffnungsgedanken wieder. Mensch, da gibt's ja einen Himmel, da gibt's einen Tempel. Da gibt's einen Ort, wo ich eine intensive Gemeinschaft wieder haben kann mit Gott. Vielleicht kommt man auf sowas. Ich gehe mal auf den Begriff Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter war draußen, das war in Vers 20, vor der Stadt getreten, zeigt mir, und dann habe ich ein Zitat gefunden, aber ich weiß nicht von wem mehr, die Ernte dieser Sieger- und Heldengeschichte wird in die Kelter getan. Sie wird gepresst und getreten, ob da nicht doch auch etwas Heilvolles herauskäme, ein Sinn, der wert ist, für die Ewigkeit geborgen zu werden, aber nichts als nur Blut fließt da über die Erde. Nichts als Blut fließt da über die Erde. Alle Helden und Siegergeschichten dieser Erde haben keinen Wert für die Ewigkeit, sagt mir der Text. Den jungen Tag, birket am frühen Morgen, ist zu spät sein mag.
alle Helden und Siegergeschichten dieser Erde haben keinen Wert für die Ewigkeit, sagt mir der Text. Als ich Zivildienst geleistet habe in einem Altenheim, und das geht vielen Menschen vielleicht so, da rutscht man manchmal rein in dieses Helfersyndrom. Man erfreut sich seiner Wertigkeit dadurch, dass andere mich brauchen. Und das kann leider oftmals im Unterschied dazu sein, einen Dienst für Gott zu tun. Es kann eins sein, aber es kann oftmals auch eine Selbstbedienung sein. Für mein Gefühl, für mein inneres Heldentum diene ich dir. Natürlich, wenn ich mich schon auskenne im Christlichen, weiß ich auch selbst das noch gut zu tun. Das könnte mich daran erinnern. Und Sieger- und Heldengeschichten der Erde sind nichts wert für die Ewigkeit. Auf, denn die Nacht wird kommen, auf, wenn es Mittag ist. Weihet die besten Kräfte dem Herrn Jesus Christ. Wirket mit Ernst, ihr Freunde. Gestern Abend hatte ich ein offenes Tischgespräch in meiner Wohngemeinschaft. Also das heißt, alle, die am Tisch sitzen, dürfen offen reden. Ich habe da ganz viele Kinder und da ist noch eine Frau bei. Und dann war mal so ein offener Abend. Das heißt, man wird nicht beschimpft oder kritisiert für seine Kritik. Und ich habe die meiste Kritik abbekommen. Und ich war es auch, der alle unberechtigte Kritik geäußert hat zu den anderen und wurde überführt deswegen. Also das heißt, ich bin am schlechtesten gestern Abend aus der Situation herausgekommen. Und ich habe mich heute Morgen gefragt und auch gestern Abend, ich habe keinen Sieg errungen. So für mich irgendwie so, dass ich ein guter Hausleiter bin, ein guter Mitleiter zur Frau, ein guter... Ne? Ich hatte keinen Sieg errungen, emotional nicht, verstandesmäßig nicht und geistlich war ich leider auch irgendwie nicht so oberhauptmäßig drauf für die anderen. Und ich habe mich gefragt, was mache ich denn jetzt? Kein positives Gefühl mit auf dem Weg. Für die Nacht nicht, für den nächsten Tag nicht. Nix, ich habe nichts. Es gibt Studentinnen im Werk, die schicken mir immer Bibelverse. Bibelverse, wo drin steht, dass ich ein Gotteskind bin. Und wie lieb Gott mich hat und all diese Dinge. Weil sie von mir wissen, dass ich einen Unterschied darin sehe, ob es in der Bibel steht oder ob ich das bin, was in der Bibel steht. Ich sehe einen Unterschied zu dem, was in der Bibel steht und das, was ich bin, was in der Bibel steht. Und nach der gestern Abend Situation
kam ich drauf, es gibt ja tausende Verheißungen, die sind sehr schön, die stehen alle in der Bibel. Aber ich muss dir sagen, in den letzten 28 Jahren, umso mehr ich jede Verheißung verloren habe, bin ich auf die eine Verheißung gekommen, die, muss ich sagen, die bin ich heute Morgen drauf gekommen, die mir am allerwichtigsten ist. Und irgendwo wird die auch in der Bibel stehen, aber ich habe sie bei mir selbst entdeckt. Und es gibt eine Verheißung, die möchte ich uns allen heute Morgen mit auf den Weg geben, bei diesem Text lesen, in der Offenbarung, bei dem Lesen überhaupt in der Bibel, bei dem, was uns im Leben so begegnet. Und diese Verheißung habe ich ungefähr so mal schnell hingekritzelt. Mich gibt es. Ich bin da. Also muss mein Schöpfer sich um mich kümmern. Ich habe die Verheißung durch mein Dasein, er kümmert sich um seine Schöpfung. Der schafft mich nicht für nichts. Der hat mich geschaffen und durch mein Dasein weiß ich, er ist in allem, was täglich passiert, weil er hat sein Werk nicht aufgegeben. Er ist bemüht um uns. Abschließend, dass ich diesen Text bekomme in der Offenbarung, Kapitel 14, Vers 14 bis 20, hat mich sehr überrascht und ich wollte mich nicht drücken, aber ich kenne mich überhaupt nicht aus, wie ihr gemerkt habt. Aber er hat es mir übergeben. Er hat gesagt, das ist das, was du jetzt heute für dich, für dein Dasein brauchst. Und deswegen lege ich dir diesen Text vor. Ich möchte dir Einblick geben in meine Welt. Die brauchst du nicht verstehen, aber ich möchte dir Einblick geben. Gott schreibt mir Texte. Wenn ich die Bibel aufschlage, ich lese Texte, die Gott mir schreibt. Und damit scheint er sehr wichtig zu sein. Nicht, dass ich ihn verstehe, aber auf jeden Fall, dass Gott in mir gesandt hat. Gott sendet uns Texte. Und weil sie gerade jetzt und heute für dich wichtig sind, wurde es jetzt und heute verlesen, gehört und wird wirken in dir. Dank sei Gott. Amen.